trotz Großaufgebot und neuem Sicherheitskonzept. Damit, dass rund 1000 Männer aus Nordafrika kommen, um in Köln die Silvesternacht zu verbringen, hatte die Polizei nicht gerechnet. Die Beamten reagierten schnell, rätseln aber, wie sich die Nordafrikaner organisiert haben. Im Rahmen unserer zulässigen Möglichkeiten beobachten wir natürlich auch die sozialen Medien. Insofern kann man da Anreisebewegungen feststellen, allerdings natürlich relativ spät. Obwohl nur 2% aller Zuwanderer in Deutschland aus den nordafrikanischen Staaten Marokko, Tunesien und Algerien kommen, begehen sie laut Bundeskriminalamt rund 22% der Straftaten, die durch Ausländer verübt werden. Diesen überproportional hohen Anteil erklären Soziologen unter anderem mit der geringen Bleibeperspektive in Deutschland. Sie wissen, dass sie keine gute Chancen haben, hier aufgenommen zu werden. Sie müssen ihre Familien unterstützen und um ans Geld zu kommen, dann verkaufen sie Drogen oder begegnen sie Diebstahl. Und manchmal kommt es auch dazu oder öfter, dass sie auch aggressiv sind. Und genau solches Verhalten ist Maßstab für das Vorgehen der Beamten und nicht, wie die zunächst kritisierte Kölner Polizei noch einmal betonte, Aussehen und Herkunft der Personen.